Ey, diesmal ja, bin ich nicht schuld. Nein. Nicht lecker? Nee. Nein. Klar, oh mein Gott. Was ist denn das? Was? Nein, Mann, das wann wird's? Lüge. Das ist bodenlos. Ja, das ist Verarsche. Mann, du bist so doof. Nein. Immer wenn ich was erzählen will, Mann, ich sag gar nichts. Doch, das war süß. Schatz, ist okay? Junge, ich wäre fast erstickt, statt zu filmen, wie wär's mit meinem Rückenhaus? Ich hab mal Todesangst gehabt, ich kann nicht mehr reden, keiner von euch hat mir geholfen. Guck mal, ich hab mir sogar so ein Ding ausgespuckt. Ich hatte richtig Angst, wirklich. Junge, hilf mir doch mal, anstatt zu filmen. Ja, I'm sorry. Boah, ich hab ganz kurz Panik, direkt am Schwitzen. Ich bin eine Köche, jo. Oh, oh, meine Schuhe schon. Wow, wir haben einfach beide. Ich hab exakt dieselben Schuhe gekauft, die ich schon habe. Von wem hat sie diese Technik? Von mir. Ey! Jetzt guck doch mal, wie krass das ist. Ich dachte einfach immer, meine Schuhe wären noch sauber. Ich finde die wirklich schöner, dass sie so ein bisschen dreckig sind. Es ist wirklich einfach gemein, das ist meine Technik. Freunde, ich habe mir nämlich auch neue Schuhe geholt. Die Taktik hat sie nämlich von mir. Ich trage nämlich seit anderthalb, zwei Jahren immer denselben Schuh. Ich habe einen Basic Sneaker, das sind Reebok Classics. Und ich hole mir die einfach immer neu und habe dann quasi immer zwei Paar. Einen Daily Driver, den ich jeden Tag anziehe, der sieht aus wie Sau. Den Trick hat sie von mir, ja. Ja, ist so. Ich kaufe halt einfach dieselben Schuhe wieder nach. Also, das ist so ein krasser Trick. Ich habe noch nie Schuhe gefunden, die mir so gut gefallen wie die. Ich habe keine anderen schönen das Schuhe. Das muss ich tatsächlich bei denen aber auch sagen. Leute, guckt euch die an. Reebok Classics, der beste Schuh aller Zeit. Kleine Sneaker-Empfehlung von mir. Ist das der Schuh, der atmet? Das ist nicht der Schuh, der atmet, nein. Hallöchen, die Liebe, herzlich willkommen auf Odyssey. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute was sehr, sehr Cooles für euch. Ihr kennt ja alle diese Hersteller, egal ob Süßigkeiten, Getränke oder Food, Snacks, was weiß ich. Die hauen einfach manchmal auch so... Ich stehe so vor mir. Achso, ich dachte, du... Ja, sorry, ich dachte, du... Ja, aber ich möchte trotzdem dabei sein. Achso, stimmt, okay. Ihr kennt ja auf jeden Fall diese... Ihr kennt ja alle die Food- und Snack-Hersteller-Freunde, die sich denken, sie haben ein geiles Basic-Produkt, wie Chips, und auf einmal klatschen die da so Geschmäcker wie Currywurst drauf oder Pizza oder keine Ahnung was. Und wir beide haben letztens darüber geredet, dass im Leben nicht man auch nur ansatzweise diese Geschmäcker erkennen würde, wenn man sie nicht sehen würde und das nicht lesen würde. Und deswegen werden wir genau das heute testen. Wir werden also unsere kulinarische Nase checken, Freunde. Ich würde sagen, let's go, wir gehen erstmal einkaufen. Schauen wir mal, was wird, ne? Okay, Freunde, ich fange an. Ich mache jetzt eine Tüte voll für Mone, die sie dann blind checken muss. Ich würde sagen, Klassiker sind Schokolade, Chips und Gummibärchen auf jeden Fall. Ich suche hoffentlich ganz besondere Chips, irgendwas richtig Verrücktes. Also ich fände Currywurst schon sehr witzig, muss ich sagen, aber wir gucken mal. Oh, Chili Cheese Fries, die sind für Mone perfekt, oder? Sie liebt doch Chili Cheese Fries. Das wird sie niemals erkennen, dass die so schmecken, aber ich glaube, die nehmen wir mit. Es sind viel weniger Variationen, als ich erwartet hätte bei Chips. Ich hätte irgendwie mehr Auswahl erwartet, oder? Okay, Freunde, hier sind über Schokolade, weil ich will irgendwas Specialiges an Schokolade haben, wo sie niemals drauf kommen wird. Mitarbeiter. Okay, Freunde, hier bei Schokolade habe ich mich für Strawberry Cheesecake entschieden. Das wird sie, glaube ich, niemals erwarten. Und jetzt suche ich auf jeden Fall noch was zu trinken. Okay, Freunde, ich nehme auf jeden Fall eine Coke Vanille für Mone mit, weil das hat sie ja früher ohne Ende getrunken und ich will wissen, ob sie das heute noch erkennt, wenn ich es ihr nicht vorher sage. Aber ich würde gerne auch noch zusätzlich, einfach nur, falls sie es direkt erkennt, sagt, hey, das ist Cola Vanille, nehme ich noch Fanta Traube mit. Sehr, sehr, sehr gute Kombination. Ich bin auf jeden Fall natürlich vorbereitet. Ich fuchs, ne? Ich weiß schon, welche Kategorien ich will. Wir müssen jetzt nur geile Produkte finden. Getränke zuerst. Also eigentlich wollte ich so eine Special Fancy Fanta, aber er trinkt ja so gerne Red Bull und ich glaube, dann wird das geil. Winter, Zimt, das errät man zu schnell. Ne, ich nehme Red Bull Yellow. Let's go. Oh Mann, irgendwie gibt es noch mehr Sachen, als ich dachte. Ich will auf jeden Fall Chips und Gummibärchen. Aber Kekse wäre auch geil. Das sind ja richtig krasse Dinger, ne? Die liebe ich ja. Man muss halt ein Produkt finden, wo es viele verschiedene Dinge von gibt. Wie hier, das ist eigentlich geil. Aber auch langweilig. Ich glaube, ich nehme was richtig Schweres. Was man niemals erraten kann. Schwierig, ja? Traube, Nuss, wer isst denn sowas? Nehm ich. Ach, ist das gemein, wenn ich nur so doofe Sachen nehme? Nee, ne? Traube, Nuss. Ich habe die Schokolade doch noch mal geändert. Schogetten Lotus. Wie geil ist das denn bitte? Oh mein Gott. Oh, Chili Cheese Fries. Wie geil ist das denn? Das hört sich schon sehr, sehr krass an. Hier ist Cheese and Chili. Oh, Pizza Flavor. Das ist gut. Okay, also ich habe jetzt zur Auswahl Funny Frisch. Chili Cheese Fries ist schon krass. Oder Pizza Flavor, da der Herr ja immer so auf Pringles steht, nehme ich Pizza und das ist auch krass außergewöhnlich. Habe ich noch nie gesehen, aber ich glaube, die nehme ich einfach so mit, weil das ist krass. Das machen wir. Okay, let's go. Willkommen zurück, Freunde, let's go. Ich bin sehr gespannt, was du für mich geholt hast, Schatzi. Fängst du an oder ich? Ich will anfangen. Also Essen oder Gegen?
geben. Wie essen oder geben? Keine Ahnung. Ja, du willst anfangen, womit? Ach so! Es mir zu geben oder? Nee, also, es zu bekommen. Es zu bekommen. Okay, dann fangen wir mal an. Schön zulassen, ey. Diesmal wird nicht geschummelt. Nein, es wird nicht geschummelt, wirklich nicht. Wir fangen mit was zu trinken an, okay? Okay. Okay, du bist. Darf ich? Ja. Was denkst du, was es ist? Sieht mir aus wie Energy, ehrlicherweise. Okay. Ist aber kein Energy. Okay, bin sehr gespannt. Das ist so cool, Mann. Weil man gar keine Ahnung hat, was es ist. Ja. Boah, könnte so Apfelschorle sein, aber schmeckt nicht wie Apfelschorle. Schmeckt ein bisschen nach Ananas oder? Boah, das ist so genial, geil. Ananas schmeckt nicht. Spaß. Wie heißt nochmal dieses eine? Litchi? Ah, ja. Nach Litchi? Aber jetzt ist die Frage, was das für ein Produkt ist. Mhm. Also es wäre auf jeden Fall schon mal krass, wenn du das Produkt errätst. Weil wir haben ja immer Produkte und verschiedene Sorten. Yeah. Wir fangen erstmal an mit dem Produkt. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich auf Fanta tippen. Soll ich jetzt schon verraten? Ja. Nee, jetzt sagst du auch die Sorte. Ja, Ananas Litchi. Ich weiß nicht, wie dann die Sorte heißt, aber... Also Fanta Ananas Litchi. Ja, würde ich so einloggen. Oh, das ist so krass gerade. Es ist so krass. Es ist so krass. Oh nein. Mach mal auf. Mach mal auf. Was? Red Bull, ehrlich gesagt. Es hat null nach Energy geschmeckt. Aber was ist gelb? Tropical, was ist da so drin? Ihr nennt Ananas und Litchi, Schatz. Krass. Ich hätte niemals erraten, dass es Energy ist. Was? Fanta Ananas Litchi? Was soll das denn für eine... Ja, keine Ahnung. Hätte ich niemals erraten. Hätte ich niemals gedacht, dass du nicht sagst, dass es Red Bull ist. Es riecht gar nicht nach Energy und ich probiere. Es schmeckt null nach Energy. Nee, tut's wirklich nicht. Überhaupt null. Aber ich dachte, dass du jede Energy schon mal probiert hast. Nee, hab ich nicht. Ich habe gelb auch noch nie getrunken in meinem Leben, muss ich sagen. Krass, okay. Ein Punkt für mich, ne? Ja, jetzt bin ich dran. Ich mache auch Getränk, aber ich habe da zwei Sachen. Aber ich muss nicht verraten. Ja, das ist einfach nur fürs Video. Bei dem einen kriegst du einen Punkt oder halt nicht. Beim ersten oder beim zweiten? Nee, den Punkt kriegst du beim zweiten. Und weil es nur just for fun ist, lässt du da bitte die Augen zu beim Trinken. Ah, oh, okay. Okay? Okay. Ja, Cola Vanille. Nein! Klar, oh mein Gott, ich erkenne doch meinen Liebling. Geil, nice. Das ist mein Liebling, was habe ich lange nicht getrunken. Ja, deswegen. Dann kommen wir jetzt zum richtigen. Krass, nur am Geruch! Natürlich, ey, das crazy. Ist meine große Liebe. Ich hätte es geheiratet, wenn ich dich nicht geheiratet hätte. Perfekt. Augen zu? Hättest du gedacht, dass ich das so schnell erwarte? So schnell nicht, ehrlicherweise. Okay, nee. Okay, Schatzi. Augen auf. Augen auf? Ja. Was ist denn das? Okay, darf ich auch riechen? Du darfst auch riechen, du darfst jetzt sehen, schmecken, alles. Ah, ja. Dein Blick. Ja, kenne ich. Das ist dieses Cassis. Was? Cassis heißt es. Was ist denn das für ein Produkt? Fanta Cassis? Nee, ist das Fanta Cassis? Das kenne ich aus Holland. Fanta Cassis. Ja. Ja, eins für dich. Ist es Fanta Cassis? Es ist Fanta Cassis. Und ich dachte gerade, weil du so Cassis, was ist Cassis? Das ist so her, lab ich mein Traube ist es übrigens. Ja, Cassis. Krass. Ich sehe jetzt auch gerade, es ist halt wirklich aus Holland. Ich wohne jetzt halb Holländerin gefühlt. Also ich bin einfach reingekackt. Ich hätte was anderes nehmen sollen. Ja, okay. Es geht ja jetzt um Essen. Das heißt, nicht wundern, ich lege meine Dingens jetzt ab, weil ich mit dem Ding wirklich nicht so gut essen kann. Dementsprechend nicht wundern. Ich muss es immer noch tragen. Aber zum Essen darf ich es immer ablegen. Entblöße dich. Entblöße ich mich jetzt mal. Puh, ich bin sehr gespannt. Augen zu? Ja. Bereit? Ja. Schoketten. Ja, ich bin gespannt. Zwei Stücke habe ich nur zum Testen bekommen, ja. Ich kann ja noch mehr geben. Es ist irgendwas mit Keks, eindeutig. Es schmeckt sehr gut. Also, oh ja? Props an Schoketten, das ist wirklich sehr lecker. Ich würde sagen Butterkeks mit... Warte. Oh, wenn du es jetzt siehst, wirst du dir denken so, oh mein Gott, ja. Boah. Schoketten, Butterkeks mit... Das Litchi. Da komme ich nicht drüber. Also für mich schmeckt es nur nach Schoketten mit Butterkeks. Okay, eingeloggt? Ich logge das ein, ja. Augen auf. Oh, nee, Lotus! Also tatsächlich, ohne es jetzt zu wissen, habe ich Lotus nicht geschmeckt, wenn man nochmal nachdenkt. Also sagst du, das ist ein bisschen irreführend? Nee, aber ich glaube halt, das Gehirn verarscht euch einen, weil man... Verarscht euch einen. Verarscht einen halt, weil man ja das sieht. Dann stellt man sich auf den Lotus-Geschmack ein, den man schon kennt. Ja. Und jetzt schmeckt es viel mehr nach Lotus. Jetzt denke ich mir, okay, ist Lotus-Keks drin. Aber vorher dachte ich Butterkeks. Krass, ne? Wäre ich nicht drauf gekommen. Soll ich dir mal was verraten? Ja. Früher bei uns zu Hause, mein Bruder und ich, wir waren immer so, wir wollen nur Nutella essen, ne? Und dann hat mein Papa irgendwann Fake Nutella ins Nutella Glas und wir haben es jahrelang gegessen, ne? Ja. Cool Story, Bob. Okay, weiter geht's. Ich bin dran. Sag das so. Mann, du bist so doof. Nein. Immer wenn ich was erzählen will, Mann, ich sag gar nichts. Doch, das war süß. Bitte erzähl, die Leute wollen mehr Geschichten hören. Lasst einen Daumen nach oben da für ihre Geschichten, Freunde. Jetzt hat das Video so wenige Daumen nach oben wie noch nie. Augen zu, Augen zu, Augen zu. Ja, komm, dann machen wir auch damit weiter. Ja, das ist Milka, ne?
Sind die Augen ich zu? Ich hab die Augen zu. Wie hast du das dann erraten? Ja, das hörst du doch. Du hast gesagt, dann mache ich auch damit weiter. Also muss es Schokolade sein, das hört sich dann nicht mehr Schokolade an. Okay, das ist mega, ja, korrekt. Ich pushe nicht im Gegensatz zu dir. Dann wird mir keinen Spaß am Video machen, da kann ich direkt rein lassen. Und go. Boah, das riecht krass. Oh, geil, ja, ich weiß es. Okay. Oh, nee, doch nicht. Was ist das denn? Boah, das schmeckt ja so unglaublich geil. Wow. Was ist es? In der ersten Sekunde dachte ich, es ist irgendwas mit Erdbeere. Weil es schmeckt irgendwie so fruchtig. Ich finde auch immer noch, es schmeckt nach Erdbeere. Erdbeere mit Keks und Creme. So schmeckt es irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Es schmeckt so unglaublich lecker. Was ist das? Es schmeckt wie Erdbeere. Das war mein allererster Gedanke. Da bleibe ich jetzt auch einfach. Aber Erdbeere mit Keks. Was für eine Mega-Schokolade gibt es denn mit Erdbeere und Keks? Ich würde sagen, das ist... Ja, muss man jetzt die genaue Beschreibung... Nein, beschreib einfach, was du... Ich schmecke Erdbeere-Keks-Joghurt-Creme. Also ja? Erdbeere-Keks-Creme. Okay, wie werten wir das? Es ist sehr nah dran. Also ich kann dir eigentlich keinen ganzen Punkt geben, weil... Joghurt-Erdbeere-Keks. Okay, jetzt ist falsch. Ja, nee, Creme. Es ist Strawberry-Cheesecake. Kein Joghurt. Du bist jetzt auf Joghurt gegangen? Deswegen gebe ich dir den Punkt nicht mehr. Ja, es komm, ist Strawberry Cheesecake. Boah, geil. Also bei Creme hätte ich gesagt, okay, halber Punkt vielleicht, aber wenn du jetzt sagst Joghurt, dann nicht. Aber es ist sehr geil anscheinend. Aber trotzdem bin ich ja mit Keks und Strawberry. Ja, du bist, sag ich ja, du bist schon sehr nah dran auf jeden Fall. Das halber gibt Punkt. Keinen Punkt? Ja, halben Punkt von mir aus. Boah. Ich hatte Creme, Keks und Strawberry und das ist genau das, was hier drin ist. Jetzt komm. Halber Punkt. Du hast ihn mir halber Punkt, ich bin mit dem halben Punkt zufrieden. Ja. Okay, das ist krass. Sehr lecker, ne? Okay, ich bin dran. Warte, ich muss Hände waschen kurz. Wir haben jetzt das oder das. Und ich kann mich nicht entscheiden. Rein aus dem, was Kobe halt mir isst und isst mir Pringles, würde ich das nehmen. Und die sind einfach für mich privat. Okay, ja, bin bereit. Nicht. Ach ja, stimmt. Nee. Okay, Augen zu. Nee, kannst du noch Augen aufmachen. 1, 2, 3. Oh. Wenn du das errätst, kriegst du 5 Punkte. Was? Nein, Mann, das wann wird's. Lüge. Okay, also das sind Pringles. Du Pringles-Experte. Du hast noch ein anderes Ding, oder? Ja. Du meinst gerade entscheiden, okay. Pizza. Lass uns das andere nehmen. Was? Warum? Weil ich es gesehen habe. Was soll ich sagen? Wie im Laden. Ich bin dran vorbeigelaufen und dachte, ah, guck mal, Pringles so, Pizza. Ja, okay. Deswegen nehmen wir noch das andere. Okay, nein, das ist dein Punkt gewesen. Nein, was? Weil ich... Hä? Ja, ich habe doch keine auch was im Laden gesehen. Ja, okay, aber genau das ist es ja. Ich wusste, Pringles hat nicht so viele besondere Sorten. Ich kenne jede Sorte eigentlich, außer die besonderen. Deswegen, ich habe es geschmeckt, okay, wird Pizza sein. Das war doof. Gib mir doch das andere, wenn du noch eins hast. Okay, ist okay. Das war gut so. Gut, dass ich 2 Sachen mitgenommen habe. Ja, guck mal, was für ein fairer Sportsmann ich bin. Okay. Boah. Nicht lecker? Nee. Also, ein bisschen scharf. Das ist ganz gut. Aber ich habe keine Ahnung, wonach es schmeckt. Also, für mich schmeckt es noch gar nichts außer scharf und nicht gut. Also, es schmeckt einfach muffig ein bisschen. Oh nein. Ja, dann lauf was ein. Also, ich würde halt Funny Frisch sagen. Aber nur wegen der Form jetzt. Und ansonsten irgendwas Jalapeno, irgendwas Scharfes oder so. Ich finde sie wirklich nicht gut, muss ich sagen. Also, lauf was ein. Jalapeno. Also, Funny Frisch Jalapeno. Jalapeno mit irgendwas anderem, aber war. Nee, nicht gut. Also, einfach Funny Frisch Jalapeno. Ja. Okay. Oh! Ich hab gehofft, dass sie gut sind. Nee, war nicht so gut. Nicht gut? Nee. Okay, aber dann war das jetzt aber auch kein Punkt. Von Pringles war aber auch kein Punkt, ne? Nee, ja, ich gehe ohne Punkte nach Hause. Danke, dass du es nochmal klargestellt hast. Die Augen zu. Ich wollte es nur nochmal erwähnen. Okay, Augen auf. Okay. Also ich würde auch mal sagen, das sind Pfanne frisch. Könnte sein. Oh, geil. Aber es ist gut, aber auch nicht so gut. Ich würde schon sagen, es ist so ein bisschen säuerlich. Es riecht auch so ein bisschen nach Essig. Umso mehr man davon isst, umso nicht so lecker wird es. Mhm. Ich würde sagen, Salz. Nee, das gibt's doch nicht, oder? Salz, Vinegar, Gartenkräuter. Das kann ja auch anders heißen. Ja, wenn ich jetzt nicht Cheesecake habe, sondern Creme, ist es nur ein halber Punkt. Wie heißen die denn? Salz, Vinegar? Okay, mit? Pups. Gartenkräuter. Okay, ja. Legst du dich drauf fest? Ja. Augen zu. Und Augen auf. Nein! Was? Hey, wie unterschiedlich sind denn die Geschmäcker? Es ist original genau derselbe Chip und für dich schmecken die ganz anders wie für mich, ohne es zu wissen. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ein bisschen Pepperoni scharf und dann irgendwas das ist komisches. Doch scharf. Na klar. 0,0 scharf. Ich schmecke nicht einmal eine Chili safe. Raus. Nicht einmal eine Chili. Das habe ich ja erraten. Also ich finde, da habe ich den Punkt mehr verdient als du. Oder? Ich schmecke 0 Chili raus. Deswegen habe ich auch nicht an Chili Cheese. Ich habe ja auch gesehen, was wir gekauft haben und was es da so gab. Aber ich habe nichts mit Chili gekauft. Ich habe niemals in dem Chili gesagt. Niemals in dem Chili. Nee. Aber ja, gut. Das würde ich sagen, ich bin Kobi. Ja. Nee, du hast keinen Punkt, ich habe auch keinen Punkt. Ja, okay. Aber das, wie witzig, dass wir den und denselben genommen haben. Das ist bodenlos.
Schluss. Ja, das ist Verarsche. Ja, ich muss auch sagen, ist nicht, also, nee. Nee. Nee, wirklich nicht meins. Also das schmeckt weder nach Chili, sonst nach Cheese, noch nach Fries, Alter. Ich sag ja, das ist es ja und genau das wollten wir ja testen. Wenn das nicht draufsteht, ist es oft sehr schwer. Also bei Schokolade war es einfacher als bei Chips. Beim Getränk war es für den einen einfacher, für mich ein bisschen schwerer, weil wir sind ja auch unterschiedliche Geschmacksknospen. Aber im Großen und Ganzen gehe ich doch als Gewinner hier raus, ne? Das tust du tatsächlich. Es ist das erste Mal, dass ich gewonnen habe in so einem Video. Ich glaube, bin schon heute ist mein Tag. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Videoideen, testen, messen, alles, bipapo. Ich habe ja noch ganz viele andere Produkte gesehen, die ich gerne dir zeigen würde. Ja, und dann ist es natürlich extra blöd, dass wir genau dieselben genommen haben, ne? Aber ich habe die gesehen und habe an dich gedacht, weißt du? Ich habe die gesehen, aber auch an mich gedacht. Ja, siehste, ich wusste es, Alter. Freunde, wir haben uns ganz doll lieb, eure Augen sind raus.